Sisselwohl, ihr Säpplinge da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Sim-Folge. Ich habe euch ein bisschen was mitzuteilen, gefunden auf facebook.de. Oppala, oh, unser Häuschen. Oh, so. Und zwar, jetzt angekündigt wurde ein neues Gameplay-Pack. Das letzte Gameplay-Pack, was es gab, war ja Outdoor-Leben. Das andere, die kleinen Teile waren Accessoire-Packs. Und jetzt ist eben ein Gameplay-Pack angekündigt worden für Ende Juli. Bislang läuft es unter Sims 4 Day Spar. Aber es wird bestimmt noch einen anderen Namen bekommen. Spar, ja. Es wird Wellness werden. Es wird richtig um Entspannung pur gehen für eure Sims. Ihr werdet massieren können, es wird Massagestühle geben, es wird eine Sauna geben, es wird ein Schlammbad geben. Eure Sims können zum Entspannen, zum Stressabbau auch Yoga und Meditation erlernen. Also das alles ist jetzt schon durchgesickert. Ich weiß noch nicht genau, was sonst noch so reinkommt. Aber ich bin schon sehr neugierig. Wie gesagt, Ende Juli und das werde ich dann natürlich auch direkt vorstellen. Das ist ja selbstverständlich. So, jetzt mal ganz kurz hier zu Anfang. Es haben jetzt ein paar versucht, hier das Haus runterzuladen. Haben aber gesagt, hey, ich kann das nicht runterladen. Ich habe keine Galerie bei mir, ich habe nur die Bibliothek. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Also ihr müsst auf jeden Fall über Origin Online sein. Ihr könnt hier Sims auch im Offline-Modus spielen, dann könnt ihr aber nichts runterladen. Und nicht nur das, ihr müsst auch im Spiel den Online-Zugang aktiviert haben. Da ich da jetzt auch schon gefragt wurde, wo das denn geht, möchte ich euch das mal kurz zeigen. Ist keine Hexerei, ganz leicht zu finden. Hier im Optionenmenü, hier die drei Punkte. Dann geht ihr auf Spieloptionen, auf Weiteres. Und dann habt ihr hier oben Online-Zugang. Und das muss angehakt sein und dann funktioniert es auch mit der Galerie bei euch. Ich kann das hier mal gerade ausmachen, anwenden. So, wenn ich jetzt dann hier oben drauf gehe, Bibliothek öffnen, dann seht ihr schon, dann ist das kein Bild mehr, dann ist das ein Ordner. Und dann habe ich hier auch nur noch die Bibliothek. Wenn ich jetzt hier wieder auf die Spieloptionen gehe, weiteres, Online-Zugang angehakt, ihr seht dann hier auch, dann sind die anderen Teile direkt deaktiviert oder eben aktiviert, also Online-Zugang wieder an. Änderung anwenden hier unten immer ganz wichtig. Und dann steht hier, du bist derzeit offline, möchtest du online gehen? Ja, wir wollen online gehen. Dann verbindet der eben. Zack. Jetzt haben wir jetzt hier oben wieder die zwei Bilder und nicht mehr in Ordner. Und jetzt kommen wir auch hier oben wieder. Jetzt haben wir hier die Bibliothek als Reiter, dann haben wir hier auch links noch den Reiter Home. Und den Reiter Community. Und über die Community könnt ihr euch dann eben die Sachen auch runterladen. So, wäre das auch geklärt? Meine Güte, schon wieder so viel Informationen hier heute. Wir haben noch nicht gespielt. Ich glaube, jetzt habe ich euch schon 6 Minuten mit Informationen zugeballert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir wäre es fast ganz recht, wenn heute der Nachwuchs noch nicht kommt. Weil dann weiß ich wenigstens, unter was ich die Folge, wie ich das betiteln soll. Dann hätte ich das nämlich mit der Ankündigung des Gameplay-Packs gemacht. Also, wenn jetzt Victoria auch noch ihren Nachwuchs bekommt, ja, wie soll ich das denn dann nennen? Dann haben wir hier eine Folge mit so viel Informationen und Neuigkeiten drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie noch nennen soll. Komm, zieh dir mal was an. Alltagskleidung. Und ihr zwei auch. Wir müssen aber noch den Bikini ändern von Victoria. Das machen wir noch. Das könnten wir eigentlich auch direkt mal noch machen. Outfit ändern, Alltagskleidung, zack. Ich möchte auch diese Woche noch ein bisschen das ein oder andere machen, was wir schon ewig lang nicht mehr gemacht haben. Ich möchte euch noch nicht verraten, was. Das soll noch so ein bisschen eine Überraschung bleiben. Eine Überraschung werden. Outfits planen war das, oder? Oder bin ich jetzt hier? Nicht anprobieren, jetzt hör auf, alles durchzuprobieren. Ich will planen. Gott, was sieht das Kleid aus? Das sieht ja unmöglich aus, wenn sie schwanger ist. So, nee, weil dann ändere ich den jetzt direkt mal. Ansonsten vergesse ich das wieder. Gott, die hat jetzt so eine riesen Oberweite auch bekommen, dass sie die Haare komplett durchhängen. Aber naja, gut. Ist ja bald wieder anders.
Alltagskleidung. Nicht Alltagskleidung, Badekleidung wollte ich. Sieht jetzt natürlich auch doof aus. Muss ich ganz klar so sagen. Kombinationen hätten wir hier. Den hier finde ich ja auch ganz cool, weil man ihr vielleicht... Gelb finde ich nicht so toll an ihr. Weiß finde ich jetzt auch nicht so prall. Das hier, nee, ist auch nicht so schön an ihr. Ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen bärigen Ton ja auch wieder sehr schön. Obwohl der, ach komm, wir nehmen das Türkis hier. Das gefällt mir gut. So, fertig. Damit haben wir auch den Badeanzug geendet. Jetzt auf einen Monokini. Monokinis finde ich auch ganz super toll. Da wollte ich auch mal einen haben. Problem ist, ich habe zig Bikinis und wenn ich dann einmal ein Monokini anziehe, dann sieht man ja die ganze Saison über die Streifen, wo der Monokini hergeht. Das sieht dann wieder blöd aus, wenn man dann ein Bikini tragen möchte. Deswegen habe ich dann doch keinen gekauft. Giergut? Okay. Ja, wir sind immer noch im dritten Trimester, warten immer noch auf die Entbindung. Keine Ahnung, wann das soweit sein wird. Wir warten eigentlich hier echt auf die Wehen. Komm, die könnte man auch ein krokettes Gemälde machen. Das ist jetzt nicht so anstrengend. Und trotzdem bringt es ein bisschen Geld ein. So. Kanal schauen. Ach, Comedy. Kann sie sich mal angucken. Und was malt Victoria da krokettes? Das sieht für mich aus wie... Oh, die Musik ist cool. Ich finde, dass dieses kokette Gemälde aussieht, als ob Victoria eine Pralinenschachtel in Herzform malen würde, oder? Sieht so aus. Oh, das ist auch ein schönes Bild. Ach, das mag ich so gerne an Sims. So diese ganzen Möglichkeiten, sich auch Sachen anzugucken. Ach, guck mal, da kommt die Straßenbahn vorbei. Da wurde ich übrigens auch schon oft gefragt, wie ich hier aus dem Modus in diesen Modus hier wechseln. Oh, jetzt habe ich das schöne Bild hier weg. Oh nein. Ja, also in diesem Modus hier wechselt man, wenn man Tab drückt. Bei Tab kommt man sowohl rein als auch raus. Und falls ihr euch jetzt wundert, hä, Tab, was ist denn das für eine Taste? Das ist die Taste unter dem Gradzeichen. Also die ist 2 unter Escape. Das ist die mit diesen 2 entgegengesetzten Pfeilen. Der obere nach rechts, der untere nach links. Mit dem ihr auch, eine sehr nützliche Taste. Damit könnt ihr alles möglich machen. Das sieht tatsächlich aus wie eine Pralinenschachtel hier. Verkaufen wir es mal, würde ich sagen. Falsch. An Kunstgalerie verkaufen hier. Zack. Übrigens, wie sieht denn das jetzt aus? Ich hatte jetzt einen Kommentar bekommen, dass einfach nur eine Rakete nicht reicht, um auf einen anderen Planeten zu fliegen. Ich hatte jetzt eben diesen Kommentar bekommen, dass man dafür sehr wohl die Wissenschaftskarriere braucht. Genauso hatte ich aber auch einen Kommentar, dass dafür auch dieser Wurmlochgenerator reicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass man den nur bauen kann mit der Wissenschaftskarriere. Also von daher wäre ich da nochmal dankbar um Hinweise. Und ansonsten würde ich nämlich, glaube ich, Ben einfach seine Polizistenkarriere an den Nagel hängen lassen, auch wenn ich sie noch so toll finde. Aber ich möchte gerne mit ihm auf einem anderen Planeten. Und dann würde er tatsächlich die Wissenschaftskarriere anstreben. Ja. Emi guckt jetzt schon, die schreibt jetzt schon hier mit ihren Bekannten und hackt schon einen Plan aus. Ja, dann und dann, Ende Juli eröffnet hier ein Spa direkt um die Ecke. Komm, lass uns da dann nochmal hingehen, entspannen, ein bisschen relaxen, eine Massage. Ich war selber noch nie in so einem Wellness-Center, ich war noch nie im Spa. Also sowas wie Schlammbad und sowas, das wäre, glaube ich, auch nicht ziemlich. Also eine Massage, ja, gerne mal. Massagen finde ich super, super angenehm. Also Schlammbad, weiß ich nicht, ob ich das bräuchte. Nee, muss nicht unbedingt sein. Die Wehen haben eingesetzt. Victoria platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Aber
ihr Lieben, ich speichere jetzt hier. Wir sind jetzt durch mit der Folge. Oh Gott, ich bin total gemein. Aber wisst ihr was? Dafür verspreche ich euch was. Ich mache morgen keine Baufolge. Die Baufolge setzt morgen aus. Morgen sind wir nochmal hier in der Familie und bekommen dann den Nachwuchs. Das verspreche ich euch hiermit. Genau, Baby im Krankenhaus bekommen. Das machen wir dann. Versprochen. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder mit der Geburt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich hoffe, ihr seid's auch und ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.